Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Folge hier auf Ketter und Kopf. Ja, schönen Dank schon mal voraus für fleißig reinschauen und fleißig liken. Ja, heute geht es weiter mit der Aussaat mit Weizen. Ich habe nun den Winter und den Herbst überschlafen. Ich habe so gesagt, naja gut, Spaß hier die Arbeit im Herbst, machst du gleich im Frühling. Dann ist es auch vom Wachstum her ein bisschen besser zu kontrollieren. Und ich kann besser düngen. Ja, ich habe mich für Weizen entschieden. Das Update kam ja noch nicht. Und hätte ich vielleicht mal Raps genommen. Aber da auch das Geld ziemlich knapp ist und der Behälter eh voll ist mit Weizen, ist es vielleicht gar nicht mal so verkehrt, dass wir Weizen genommen haben. Ne? Beziehungsweise so kein Update gekommen ist. Hätte man gar nicht erreichen können, den Raps. Ja, mal schauen, wie die Felder aussehen nach dem Winter. Ohne Behandlung. Ich habe nur nicht getellert. Dass man angeblich keine Wirkung haben soll. Denn dann braucht man auch nicht tun, ne? Ja, Aussaat. Heute und morgen. Ingame. Jetzt haben wir 10x10. Geht schon irgendwie, ne? Ja, große Verbreiten oder kleine, das ist egal. Oder die beiden kleinen. Wie gesagt, das ist noch vom letzten Herbst. Bin ja gespannt. Ich hatte hier mal ein paar so Stellen stehen lassen. Ob das sich wohl sagen, gegruppert, ne? Ja, gut, erstmal ausklappen. Dann unser Fahrsystem, das bisschen verschieben nach außen, dann ganz kurz links ein bisschen mehr, kann nur bleiben, nach vorne lenken, das dann werden wir mal ganz kurz die Düngemenge. Die Gruppe tiefer machen, ne? Da wir ja nicht getellert haben und dergleichen gemacht haben, werden wir jetzt entsprechend mal gucken, wie tief das ist. Das kann man gar nicht jetzt sehen. Tellerhöhe anpassen. Tellerhöhe. Ach so. Schließen. So, das ist Tiefe. 400 Kilogramm lasse ich mal. Das Tank leeren, das wollen wir nicht machen. Anschalten machen wir nachher. So. Tiefe. Oh. Ich habe mal geguckt mit Tempomat. Die mit plus minus soll es gehen angeblich, also was heute los, was haben wir, Geschwindigkeit 10 plus, da geht nichts. Noch mal ein Plus. Plus Tastatur für kann man bei Tastatur, also nicht bei Nummerblock, sondern einfach da, wo die Buchstaben sind, ne? Geradeaus fahren oder so. Tut sich schon schwer, ne? Neuerdings. Doch vor Gruppen soll, ne? er hat ja ein bisschen Saatgut. Dünger geht gar nicht los, ne? Gut. Nicht gut. Muss man hier
Weizenbissen bestellen. Das passt doch nicht. So. Mal schauen. So, nochmal verstellen. So, so muss er passen. Bisschen mehr Luft lassen, dass da auch entsprechend was in die Erde kommt. Wieso geht kein Dünger? Das sind Leeren, das ist nicht gut. Oder ich habe nicht B gedrückt, ne? Nun schon. Saatgut muss weggehen und Dünger. Tut's nicht. Kein Dünger weg, wieso nicht? So angestellt. Dann leeren. Düngersystem geht nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Zusammenklappen nochmal. Ausklappen. V B Saatgut ja, aber Dünger geht nicht. F2. Mal gucken. Aus einschalten. B. X. Einklappen, heben, senken, an Anklappung. U entladen. Ah, jetzt wieder. Teller so anpassen. Hatten wir das auf vorne schon gehabt. Gut. So, jetzt aber. Ah, jetzt geht's. Okay, in Ansicht nochmal. Und zwar habe ich hier nochmal die Taste.
Für Allrad. Anbremse. Anbremse. Tür. Fahrtrichtung. So, normal, Tempomat. Jetzt geht Dünger und Saatgut. Tag steht noch vor. Jo, dann haben wir ein bisschen noch nicht gedüngt. Na gut, okay. Ja, mit Leben, ne? Ist halt so, ne? Jetzt klappt das. Da vorne war ja nicht so ein breiter Streifen, von daher nicht ganz so tragisch. Deswegen schaue ich mal anfangs, ob alles funktioniert. Vor allen Dingen verbraucht das, ne? Sonst sehen wir den Grupper mit bloß und ist nichts zu sehen, ne? V aufheben. Und zurückfahren wir, ne? Best über beide Felder mal sehen, ob da drüben es gehen würde. Wow. Müssen wir doch mal reingehen, vielleicht doch kein Allrad. Ne? So. Jetzt gehen beide Räder, ja. Ich brauche eigentlich einen starken Traktor, aber aktuell vielleicht mit der nächsten Ernte, ne? Dass wir da einen größeren kriegen. Wird zwar viele nicht freuen. Viele mögen den Deutz, den MB-Truck. Und war da leider etwas wenig PS. Also ich freue mich schon auf den nächsten Update. Dann können wir hier im Prinzip voll loslegen. Ich werde doch mal ein Feld am anderen machen. Aber jetzt habe ich doch eine andere Spur wieder. Bringt ja doch nichts, ne? Vielleicht wäre es doch besser gewesen, man hätte im Prinzip vorher getellert, aber. Aber gut, nun habe ich es nicht getan. Ja. Ist ja auch eine Arbeit, ne? Mal zu sagen. Ne? So, lenken automatisch. Runter mit den Burschen. Und Gas geben. Ja, wie gesagt, mit Plus kann man hier ein bisschen beschleunigen. 15 km/h wäre schon schön, ne? Fahren wir LS ja auch. Ja, Korken, ne? Erntereif. Müsste normalerweise über den Winter verdorrt sein, ne? Ja, gut, okay. Da war nicht so pingelig, ne? Ja, ich wünsche mal einen schönen Samstag, ne? Fällt mir gerade so ein. Ist mir noch nicht gelungen, leider die Folgen mehr aufzunehmen. Ja, schlicht fällt, fehlt mir noch die Zeit. Denn zwei Folgen ist ja doch. Ja, eine knappe. Ein bisschen mehr wie eine halbe Stunde ungefähr. Spielen, ne? Und ungefähr das gleiche an Bearbeiten und auch Hochladen. Ich hab's vom Spielen nicht geschafft. Weil. Hatte die Woche ein bisschen Probleme gehabt, bin zu müde gewesen und mal sehen, ob wir die Woche besser hinkriegen, aber glaube ich auch nicht. Aufgrund der Tatsache, dass ich alleine bin und die Woche über schon machen kann, darf, will. Wieso rutscht der jetzt an links?
ist das kostet zu hart. Aber immerhin 15 km/h, das geht ja. Ja. Darf ich ja nicht gerne. Da fehlt wieder was. Da muss ich nacharbeiten, nutzt auch nichts. Da ganz vorne die Ecke und da die Ecke. Am besten macht er gleich. Oder? Ist ja auch blöd, ne? Oder wir müssen uns einfach von der anderen Seite rein mogeln. Das wird gehen. Ja, er will unbedingt raus, ne? Muss ich kurz mit O deaktivieren. Sonst spinnt er total. Weil er partout in die Richtung will, ne? So. Das mache ich deswegen so, weil wegen sonst. Ja, Nacharbeit ist mir blöd, weil der im Prinzip nicht richtig macht, was. Ja. Na gut. Ein bisschen mehr nach links rüber. Und Automat rein. Dann ist der Boden noch zu nass. Weiß das nicht genau. Jedenfalls macht er Schwierigkeiten, Anführungszeichen. Ja. Ja, tacken wir auch mal wieder, ne? Ist ja leider so. Hoho, sehe ich gerade die Zeit. Ja, Lüscher, da sollte es auch schon heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Ja, mit Aufsatz halt, ne? Ist ja leider so. Hoffen wir mal, dass wir bald schaffen. Fertig haben. Übrigens, Feld 1 ist da drüben. Das gehört mir auch schon. Tschüss. Und auch ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.